So, herzlich willkommen zurück hier an der Szenerie eines weiteren Mordes, ja, des Rippers, der auch unseren Chummer Sam auf dem Gewissen hat. Und die einzige Möglichkeit, mehr über das Verbrechen unserem Chummer Sam rauszufinden, ist jetzt zusammen hier mit dem guten Paco, seine Freundin Coyote zu retten, die sich vermutlich irgendwo dort unten versteckt. Coyote hat aber anscheinend gerade einen Run angenommen, sich mit einem sehr toughen Drogendealer anzulegen und der auch noch einen Hellhound hat. Hat allerdings vergessen, das Zebrafleisch mitzubringen, das den Hellhound außer Gefecht setzen kann. Also nichts wie hin und retten wir die ganze Sache mal, so gut das eben irgendwie geht. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin müssen, denn hier ist eigentlich alles dicht. Kommen wir hier irgendwo hin? Nö. Ah, hier ist aber ein Loch im Zaun. Aber das ist abgedichtet. Aber hier geht's doch weiter, oder? Wäre ich mir zumindest ziemlich sicher. Dass es hier keine Hotspot-Anzeige gibt, finde ich ein bisschen irritierend. Können wir hier irgendwo hoch? Irgendwo hier hin? Nö. Darunter können wir auch nicht. Hier gibt's auch nichts weiter. Da waren wir schon im Großen und Ganzen. Schauen wir nochmal ein Stück zurück. Ich meine, andererseits, da haben wir Paco getroffen, hat gesagt, es ist nur ein paar Blocks weit weg von hier. Lasst uns das nochmal überprüfen, beziehungsweise, ja, der Pfeil zeigt nach rechts oben. Also müssen wir nach rechts oben. So easy. Gut, wir hätten auch noch Karma zum Ausgeben, aber ich glaube, so wichtig ist das in diesem Fall nicht. So, ich glaube, hier können wir rechts vorbei. Ja, da sind wir hier an der Absperrung. Wanna buy some BTL? Ah, better than life chips. Besser nicht. Ich hänge an meinem Leben und ich nehme lieber andere Drogen, mein Freund. Also diese Szenerie, die ist schon wirklich schön handgemalt, das muss man sagen. Und hier sind wir beim Apartment, aber da steht noch vorher ein Junkie. Und vielleicht hat der was gesehen, fragen wir ihn besser noch. Hey lady, you have any extra nuyen? Just need some sucrosum from the shack over there. Okay, du bekommst von mir 5 Nuyen. Thanks, Chummer. Okay, hat wohl nichts mehr zu sagen. Naja. Gut, dann geht's jetzt auf ins Royal und ich habe schon so das Gefühl, dass das Spiel dann wieder abstürzen wird. Da freue ich mich doch schon wieder aufs Schneiden. Come on, lady, let's go find Coyote. Okay, I'm ready. Na, ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, warum das Teil eigentlich bei jedem Mal Laden abstürzt. So, the Royal Apartments. Ich bereite mich schon mal vor, hier den Stopp-Knopf auf der Aufnahme zu drücken, für den Fall, dass hier was passiert. Und natürlich ist das Spiel abgeschmiert, aber jetzt bin ich wenigstens schon seelisch drauf vorbereitet und wir versuchen, ob wir jetzt in die Royal Apartments kommen. Ich lese den Text jetzt erstmal nicht vor, solange ich nicht sicher bin, dass das Spiel auch wirklich weitergeht. Aber wir sind auf alle Fälle in den Royal Apartments. Ja, und es funktioniert, nice. The Royal Apartments, what a hole. Can't imagine what it was like for Coyote growing up here. We're here to take care of business. Let's get to it. Sorry, ich war nur gerade abgelenkt. Ich wusste gerade nicht, ob das Kinderschreien hier in-game ist oder ob das von meiner Tochter kommt. Das irritiert ein klein wenig. If Coyote's here, we have to hurry. She's good, but well, these BTL guys pay to stay well informed. They may have no known she was coming. Also hier sieht's wirklich mal aus wie in einem Höllendreckloch. Tweaker, sad old man. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Nö, dann reden wir mal mit den beiden. Tweaker. Psst, hey you! Please, can you spare some new yen? Okay. Weiß ich nicht. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Wo sehen wir das hier irgendwo? 133 New Yen noch. You look like you could use a break. All you need is a few New Yen for a better than life chip, right? Yes. I just need another BTL to get through the day. Something pretty. Something soft. Sure, I get it. Have you seen a woman come through here today, armed and looking for trouble? Maybe I can credit you. Yes, no, hell, what do you want me to say? I'll tell you anything, everything, please. Sie geht sogar auf die Knie. I'm sorry, but I can't help you. You should leave this place if you can.
but that doesn't make sense. The BTLs are here. Just need something. Also BTL, für alle, die es nicht wissen, da schmeißt man sich so Chips rein und dann erlebt man die ganze Welt. Also, ich meine keine Chips zum Essen, sondern Chips für die Datenbuchse. Und dann lebt er quasi in einer Traumwelt, so wie auf dem Holodeck. Und davon wird man hochgradig süchtig. Da gibt's manche nette Sachen. So, keine Ahnung, so als wärst du bei My Little Pony. Und dann gibt's so richtigen Splatter und Porn-Chips und die wildesten Dinge. Also nichts, womit man sich... Ah, ich sehe schon, das sind ein paar nette Typen. Nichts, womit man sich gerne abgeben würde. Also BTL ist ein scheißgefährliches Zeug. More of them. You're not from around here, are you? I don't want any trouble. Easy, Gramps. I'm just looking for information, then I'm gone. Yeah. Bad day to come around here unexpected. Bit of a commotion upstairs. Stevie's men are twitchy. Okay, also Stevie's Leute haben schon ein kleines Problem hier. This pretty young thing came through earlier, snooping around like you two are. I could tell she weren't here for the BTLs. Don't you know she got upstairs? But there was a lot more gunfire than there usually is in this time of day. That's not good. Did you see her come back down again? Nope. Couple of Stevie's men came round, asking what anyone saw. Kept my mouth shut. I did. Gut, also so wie es aussieht, war Coyote hier, ist raufgegangen, gab eine Schießerei und sie ist nicht mehr runtergekommen. Super. Where is Stevie holed up? He's got the whole top floor all to himself. Fancy he's the king around here. Great, now this is an extraction. Also ja, Chaos, gleich im Runner-Jargon. Jetzt wird das Ganze hier in so eine Befreiungsaktion. Hey old man, you know how to get upstairs? You've been right friendly, but I can't get on the wrong side of Stevie J, I'm sure you understand. Und hier könnten wir mal eine Charisma-Probe machen. Look, we're here to save her. Do you really want that girl's fate on your conscience? Damn it, you're right. You can go on through my place. Ah, das ist nice. Dann können wir die zwei nämlich umgehen, so wie es aussieht. Weil ich möchte mich eh nicht mit denen anlegen. Hier gibt's was zum Untersuchen. Und da stand gerade noch ein Mädel. Okay, hier kann man durchschauen und man sieht Treppen, die nach oben gehen. Gut. Wer bist du? Bist du wichtig in irgendeiner Art und Weise? Nee, siehst mir nicht aus. Okay, hier ist ein Totenkopf dran. Heißt das dann, da ist eine Falle oder was? Ei! Was ist denn das? Run! Was ist das, bitte? Ich meine, ja, Geister oder sowas nehme ich an. Oder hat sie jetzt gerade was beschworen oder... Meinen wir auch möglich. Immerhin sind wir ein bisschen schamanistisch schon. Once we go upstairs, I'm not leaving until I find Coyote or I'm dead. You get it? I get it. Let's do this. So, lädt das Spiel jetzt wieder und stürzt ab. Dann bereite ich mich gleich... Oh ja, gleich wieder vor, jetzt gleich meine Aufnahme zu stoppen, bevor wir zur Penthouse-Suite kommen. Oder das sieht dieses Mal besser aus. Okay, auf zur Penthouse-Suite. Und wir haben jetzt drei Karma. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange ich vorher aufgenommen habe. Das heißt, ich muss das Ganze sowieso irgendwie zusammenschneiden. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an. Wir haben 9 Karma auszugeben. Das sollten wir jetzt schön langsam wirklich mal machen. Und zwar, wir haben hier SMG und Pistol. Ich würde gerne hier für die SMG was ausgeben. Wir haben uns auch eine gekauft. Okay, das kann ich noch nicht kaufen. Da bräuchte ich erst mehr in Ranged Combat. Das ist auf alle Fälle... Oh, und ein Additional Weapon Slot. Und dann haben wir noch 4 Karma. Den werden wir jetzt entweder für Stacken ausgeben. Ja. Denn ein neues Deck wäre nicht verkehrt. Mark Target. Aber dass man da nur Mark Target machen kann. Oder hier ESP Control. Was bringt einem ESP Control? Increase the power of the Deckers Expert System Programs in the Matrix. Ja, wenn wir mal in die Matrix müssen, wäre das sicher auch nicht verkehrt. Machen wir das erstmal. Und confirm. Achso, ich habe noch immer 2 Karma übrig. Da könnte ich... oder soll ich mir das aufheben? Das sollte ich mir vielleicht besser aufheben. Ja, ist wahrscheinlich besser. Denn hier oben...
Ja, Body könnten wir irgendwann auch mal aufrüsten, aber na, das passt schon. So, jetzt erstmal mit Paco zusammen. Achso, wir sind jetzt hier schon in Fight. Also wir sind schon im Rundenkampf. Dann frage ich mich, wo unsere Gegner sind. Naja, wir werden es nie rausfinden, wenn wir es nicht versuchen. Oh, okay. Da geht's wohl hier schon zur Sache. Also, Paco, schauen wir mal, was du so drauf hast. Ah ja, da ist schon der erste Gegner. Line of Sight ist blockt, aber hier habe ich Vollschutz. Da gehe ich gleich mal in Deckung. Nutzt mir nur nicht allzu viel. Kann ich den markieren schon mal? Nö, sieht nicht danach aus. Und Zauberbuch nutzt mir auch noch nichts. Ich könnte mir zwar jetzt... Ja, was hebe ich mir für einen späteren Kampf auf, sorry. Das war jetzt so nicht geplant. Ich gehe hier hin, da habe ich auch volle Deckung. So, Paco, du läufst hier auch gleich mal nach vorne. Und unser Gegner. Okay. Trank. Ich würde mal sagen, den verpassen wir. Und ich möchte eigentlich nicht mit der... Hatte ich denn bitte nicht ein... Ich hatte doch eine andere Waffe. Oder irre ich mich jetzt komplett? Die hatte ich mir doch gekauft. Verdammte Axt. Okay, dann muss es auch so gehen. Also... So, jetzt haben wir ihn auf uns aufmerksam gemacht. Und ich hoffe, Paco kann mit seiner Uzi umgehen. Ja, kann er. Nice. Okay, wen haben wir hier? Krunt. Paco, du rückst mal hier vor bis zu diesem... Bis hier. Da scheint es was zu untersuchen zu geben. Okay, wir rücken beide mal bis nach hier vor. Das ist ein Hellhound, oder? The room beyond the bars is a stink jumble of burnt flesh and dog flop. An enormous hellhound. Its fur streaked with whipwags grows low. The eye of a second hellhound burn menacingly in the corner. Also ja, zwei Hellhounds. Wir geben mal das Fleisch hin. Und freuen sich. So, und jetzt ist die Frage. Risiko? Ja, ich war schon immer für Risiko. Allerdings, mein Totem ist Katze. Ha. Ist vielleicht nicht so gut bei Höllenhunden. Ich gehe mal besser ein Stück zur Seite. Und Paco, mein Freund, du machst das besser auch. Bring dich mal aus der Schusslinie. So, kann ich eigentlich hier irgendwie warten? Achso, so blende ich nur das Ding hier aus. Du hast sonst auch nichts anderes mit und kannst jetzt auch nichts zielen. Also sage ich Endturn. Achso, der Gegner ist noch gar nicht dran. Okay, na dann rein in die gute Stube. Gut, hier haben wir gleich zwei von der Sorte. Line of Sight blocked haben wir hier. Yeah, baby. Und Paco, du hilfst mir hoffentlich hier ein bisschen. Du kannst hier eine schöne Entdeckung gehen. Achso, und da hinten könnte ich die Tür aufmachen. Ah, ich bin ein Idiot. Ich hätte... Oh, okay. Magier. Du bist die Nächste, die stirbt. Und das sind gleich vier von der Sorte. Super. Stevie J, you really think you can come in here and shoot my place? Do you know who I am? I know who you are. You're the guy I'm gonna kill. So sieht's aus, Freunde.